Hallo, ihr Brettkarten- und Tabletop-Spieler, mein Name ist Marcel, ihr kennt mich als Herrn der Spiele und anlässlich der neuen Gamefound-Kampagne von Dragondawn Productions möchte ich euch ein aktualisiertes Review zu Factory 42 zeigen, in dem ich auf das gesamte Grundspiel einschließlich der Commissions-Erweiterung eingehe und ich werde in dem Spiel auch auf die neuen Specialists and Golems eingehen, anlässlich deren ja die Kampagne gelauncht wird. So, jetzt ist das Ganze eines meiner Lieblingsspiele. Das heißt, ich bin da relativ gut im Thema drin. Es ist ein Thema, wir sprechen gleich in meinem Fazit darüber, das durchaus mit einer gewissen Komplexität aufwartet. Und ich finde, man darf das nicht allzu oberflächlich präsentieren. Das bedeutet, ich muss ein paar Kompromisse bei meiner Vorstellung machen. Ich werde den Spielaufbau und die Materialvorstellung wirklich kurz und knapp machen. Ich werde dafür aber wirklich einmal jede einzelne Phase kurz ansprechen, denn das Besondere bei dem Spiel ist ja, bei diesem semi-kooperativen Worker-Placement-Spiel, dass man eine Wertschöpfungskette von der Anforderung über das Verladen, das Aufstocken, das Liefern und so weiter und so fort, bis eben zur Manufaktur und der Buchhaltung eben durchfährt. Und diese Punkte, ihr solltet euch dieser Punkte bewusst sein, damit ihr wisst, ob das Spiel was für euch ist. Wer das nicht so genau braucht, wer einfach nur am Ende meine ganz persönliche Einschätzung und Bewertung anhand von einer kriteriengeleiteten Beurteilung sehen will, dem baue ich da auf jeden Fall eine Sprungmarke ein. Jetzt glaube ich, habe ich aber wirklich genug dazu gesagt. Wie gesagt, jetzt zeige ich euch zuerst mal Komponenten und Material, dann gehen wir so eine Spielrunde durch, wie das Ganze passiert halt mit Einsatz und Abarbeiten der einzelnen Felder und im Anschluss sehen wir uns zum Fazit. Viel Spaß. Ich habe euch Factory 42 mal für 3 Spieler aufgebaut. Das ist sehr kompakt hier geworden auf dem Tisch. Ich werde euch den Spielaufbau und das Material ganz kurz vorstellen. Im Anschluss möchte ich euch dann sagen, wie man das Spiel gewinnt und dann natürlich, wie es abläuft. In der Mitte haben wir unser Spielbrett. Das ist die Advanced-Seite. In der Anfängerseite fehlen die Erfindergilde und die Elfenbotschaft. Also erfahrene Spieler nehmen das dazu. Auch erfahrene Eurospieler sehr, sehr gerne. Wir platzieren hier den Dampfmarker auf die 0 und wir nehmen unser Event-Kartendeck, Ereigniskartendeck. Das wird gemischt, ich habe das schon vorbereitet. 5 kommen hier drauf, wir spielen genau 6 Runden. Die 6. Runde ist auf dem Spielbrett aufgedruckt. Wir haben hier diese Loren, ich finde die total cool, muss die unbedingt mal bemalen. Das sind die Plastikloren, die gibt es auch in Papier. Das ist unser Bürokratieturm und den befüllen wir jetzt an der Stelle. Denn hier sehen wir alle Ressourcen, die es im Spiel gibt, auf diesem Dual-Layer-Tableau. Wir haben also Materialien, Metalle, Nahrung und spezielle Sachen. Wir nehmen von wirklich jedem, nehmen wir 2 Ressourcen in so ein Schälchen rein und befüllen den Turm zu Beginn des Spiels. So, und alles, was hier rausgekommen ist, ach, das ist echt schade, weil das sieht richtig schön aus hier unten, das ist der Common Pool. So, da müssen wir natürlich immer gucken, dass wir das Türmchen nicht anschubsen. Aber was eben hier rauskommt, das ist dann der uns zur Verfügung stehende Common Pool. Der Nachschub ist begrenzt, das ist wichtig an der Stelle zu wissen. Hier oben haben wir ein Modul, das ist ein optionales Modul. Ich empfehle mitzuspielen mit dem Modul, das ist das Schwarzmarktmodul. Das bekommt immer der Spieler, der die wenigsten Siegpunkte gerade hat und der kann dann eben eine Entscheidung treffen, die im Prinzip einen Catch-up-Mechanismus darstellt. Wir haben hier Handlungstokens, die erkläre ich euch auch mal später und da haben wir die verschiedenen Forschungserweiterung, nämlich verschiedene Lager. Hier haben wir Krane und Öfen, da haben wir Dampf und das sind die wichtigen Rosetten. Ganz komischer Name an der Stelle. Das ist der Aufstockungsbeutel. Hier kommen 4 Ressourcen rein zu Beginn, nämlich einmal Magie, Bier, Marmor und Gold. Die sind hier vorbereitet. Zu den Karten sage ich gleich was. Und dann haben wir es auch eigentlich schon fast. Jeder von euch bekommt so ein privates Spielerboard. Eben auch mit Arbeitereinsatzfeldern, verschiedenen Lagern. Hier, das ist zum Beispiel mein Lager und das ist mein persönlicher Bereich. Also hier die beiden Docks und mein Lager sind der persönliche Bereich. Im Spiel zu dritt bekommt jeder genau 7 Arbeiter. Das heißt, mir fehlt einer. Die beiden anderen Spieler haben richtig viele Arbeiter. So. Und das hier, wie gesagt, sind die Karten. Und ich sage euch jetzt nochmal kurz, bevor wir anfangen, wie man überhaupt das Spiel gewinnt. Wir starten mit 0 Siegpunkten und das Spiel endet, wenn ein Spieler 42 Siegpunkte hat oder aber wenn die 6. Spielrunde abgelaufen ist. Überwiegend bekommt ihr durch das Ausführen von
Regierungsaufträgen, Siegpunkte, denn jedes Mal, wenn ihr einen Auftrag ausgeführt habt, bekommt ihr am Ende der Spielrunde pro ausgeführtem Auftrag 2 Siegpunkte. Es ist dabei egal, ob der Auftrag auf optimal, Standard oder Minimum erfüllt ist, Hauptsache ihr habt einen solchen Auftrag ausgeführt. Außerdem könnt ihr Siegpunkte machen über das Erforschen von Erfindungen, nämlich das sind dann hier die Siegpunkte, die bekommt ihr einmalig. Und dann steht euch die Erfindung sogar zur Verfügung. Eine dritte Möglichkeit, die Erfindungen hatten wir hier in der Gilde, ist durch die Elfenbotschaft zu bekommen. Hier könnt ihr sozusagen Privataufträge bekommen. Und das sind dann eben Ressourcen, die wir aus unserem privaten Bereich verwenden müssen. Und dann bekommen wir hier unten die Belohnung. In dem Fall sind es keine Siegpunkte. Da seht ihr, sind Siegpunkte oder da sind es Siegpunkte. Was ihr auch schon häufiger gesehen habt, sind diese, ja, Rosetten, so heißen sie halt. Und diese Rosetten, die sind auch eine Möglichkeit zum Erringen von Siegpunkten. Denn es gibt verschiedene Felder, wo wir die Rosetten umtauschen können. Zum Beispiel hier bei der Buchhaltung. Wir sprechen da später auf jeden Fall mal drüber. Also da kann man im Extremfall sogar 4 Siegpunkte abräumen. Generell gibt es dann auch noch einige Endgame-Wertungsgeschichten und zwar bekommt dann in der Regel derjenige nochmal Siegpunkte, der die meisten Erweiterungen gebaut hat, der die meisten Ressourcen noch über hat, der die meisten Erfindungen erforscht hat und so weiter und so fort. Also das sind dann nochmal so die Zünglein an der Waage Geschichten. So, wie fängt das Spiel jetzt an, beziehungsweise wie läuft eine Spielrunde ab? Zu Beginn des Spiels werden erstmal hier die Regierungsaufträge gemischt, das mache ich mal schnell, und dann werden so viele Aufträge erstmalig aufgedeckt, wie Spieler am Spiel teilnehmen. In den folgenden Runden bleiben dann die Aufträge, die nicht absolviert worden sind, liegen. Die werden dann sogar mit einer Rosette belohnt, damit die dann lukrativer werden. Und die anderen werden aufgefrischt. Mehr als 3 von diesen Regierungsaufträgen liegen nie aus. Wichtig ist, wenn wir so einen Auftrag auslegen, dass wir eine staatliche Zuteilung bekommen. In unserem Fall kommt die Regierung und sagt, sie schickt ein Holz und eine Kohle für die Fackeln in den Common Pool. Für Samovar, was auch immer das ist, gibt es ein Marmor und hier gibt es ein Holz und ein Pilz. Das wird also direkt beim Aufdecken gemacht. So, jetzt gibt es vom Stapel der Erfindungen ebenfalls 3 und die werden wirklich, und zwar genau nur 3, pro Spielrunde gezogen und die bleiben für die eine Runde da liegen und die können erworben werden, wie das zeige ich euch gleich. Die Elfen bleiben verdeckt und von diesem Marktdeck ziehen wir eine. Der Markt verändert sich, das heißt Angebot und Nachfrage gibt es nur einmal pro Runde neu. So, und das ist im Prinzip wirklich der Spielaufbau zu Beginn. Ähnlich verläuft es pro Rundenablauf und wir fangen jetzt an mit der 0 hier, das ist also das, was wirklich davor gemacht wird. Wir ziehen die oberste Ereigniskarte so und handeln die ab. Hier seht ihr, es kommt noch einmal in den Common Pool ein Magietoken und jetzt steht hier, jeder Arbeiter, das ist Zeichen für Arbeiter, der auf der Erfindergilde platziert wird, erhöht den Dampf, den gemeinsamen Dampf um 1. Die Karte bleibt für die Runde offen liegen, um uns daran zu erinnern. Und das war im Prinzip auch schon die Phase 1, also die Kartenziehphase und wir kommen jetzt zum Einsetzen von Arbeitern. Wichtiges Element, ich zeige euch hier die Gemeinwohlauflage, also das erweiterte Core-Game, das Grundspiel mit Erfindergilde und Elfenbotschaft, die neuen beiden Erweiterungen, die es jetzt die Woche in den Crowdfunding schaffen, die spreche ich später im Anschluss an das ran, weil das ist modular und das können wir sehr, sehr gut ergänzen. Also, wir setzen jetzt unsere Arbeiter ein, der Startspieler fängt an und platziert einen seiner Arbeiter. Der links neben ihm Sitzende setzt einen Arbeiter ein, dann kommt der nächste Spieler, der setzt auch einen Arbeiter ein. Dann bin ich wieder an der Reihe. Ihr seht schon, wir haben es raus, ne? Wir haben es jetzt raus. So funktioniert das jetzt die ganze Zeit. Und jetzt haben wir hier die Besonderheit, da müsst ihr immer dran denken. In dem Fall wird sofort der Dampf um 1 hochgeschraubt durch diese Karte des Erfinders. So, ich mache das jetzt mal relativ schnell, einfach nur, damit wir wirklich auch mal jedes Feld sehen. Und ich gucke natürlich ein bisschen darauf, dass das Ganze auch Sinn macht. So, jetzt kommt der Schwarze, der will nochmal was liefern. Ja, ich selbst könnte wahrscheinlich nochmal hier irgendwas im Handel gebrauchen. Der Grüne möchte unbedingt einen Wagen haben. Der denkt schon egoistisch an eine Manufaktur. Ich will natürlich auf jeden Fall auch etwas herstellen. Wichtig ist, normalerweise würdet ihr jetzt wesentlich mehr Zeit darauf verwenden
um einmal zu gucken, was ihr überhaupt alles herstellen wollt und könnt. Das liegt natürlich hier an der Stelle aus. Aber wie gesagt, das ist jetzt halt ein Testlauf. Ich setze sogar mal hier nur einen auf die Forschung drauf und hier den letzten Spieler, den setze ich nochmal auf die Buchhaltung. Das wäre in dem Fall Phase 2, das Platzieren der Arbeiter. Und jetzt wird jeder einzelne Schritt hier abgehandelt und zwar wirklich nach den entsprechenden Nummern. Ich mache das jetzt auch nicht wirklich für diese ganzen Figuren, die da sitzen, sondern ich mache das so exemplarisch, dass wir jeden Punkt auf dem Brett, also jeden Standort einmal sehen. Das erste ist die Anforderung. Das ist schon ganz, ganz wichtig. Und es wird immer, und das sind jetzt zwei Regeln, die eine habt ihr jetzt vielleicht mitgesehen, beim Platzieren der Arbeiter darauf geachtet, dass wir immer bei der 1 anfangen müssen. Das ist wichtig, wenn wir später über die Module reden. Wir dürfen nicht irgendwie uns aussuchen, dass wir einen Arbeiter erstmal auf die 3 setzen, den nächsten auf die 2, auf die 1. Also wirklich von 1 aufwärts setzen. Zweite Regel ist, es gibt überall nochmal so ein C-Feld. Ja, vielleicht mache ich das nochmal, komm, ich setze den einen um. Dann ist das ein Kommissar. Das ist eine sehr wichtige Sache. Und gerade im Spiel mit mehreren Spielern wird dieses Kommissarfeld immer wichtiger. Gut. Was habe ich vergessen? Ich glaube, ich habe nichts vergessen an der Stelle. Ich zeige euch jetzt mal, wie es funktioniert. Wir handeln dann von vorne nach hinten ab. Hier bei der Anforderung würde das bedeuten, dass der grüne Spieler in den gemeinsamen Pool, in diesen Common Pool, Ressourcen im Wert von 5 schickt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das sind hier die Anforderungen. Da ist es nochmal ganz klar aufgeklärt. Aber was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, man erkennt es auch an der Größe der Würfel. Also ihr seht hier, die kleinen sind 1 wert, die größeren 2 und die ganz dicken sind 3 wert. Die Kohle ist 4 wert und Magie kann man nicht anfordern. So, das heißt, was wir jetzt zum Beispiel machen könnten, wir könnten einfach mal hier ein Bier reintun und könnten ein Holz reintun. Das sind dann in Summe 3 plus 2 sind 5. Der Spieler würde sogar eine von diesen begehrten Rosetten bekommen und dann dürfte er Ressourcen im Wert von 1 in sein Lager packen. So, das ist das Lager. Dann würde das der Spieler schwarz machen, der würde das auch machen, der würde jetzt sogar Ressourcen im Wert von 7 da reintun, könnte zum Beispiel hier 3 plus 2 sind 5 und nochmal 2 von denen da reinpacken. Eine Rosette bekommt er nicht und er könnte sich jetzt zum Beispiel, wirklich wichtig ist halt hier darauf zu gucken, Ressourcen im Wert von 2 nehmen und ich mache es jetzt einfach nochmal für mich, also für den rosa Spieler. So, jetzt mal wirklich kurz hier drauf geguckt an der Stelle. Na, guck mal, dann legt der jetzt hier zweimal Stahl rein, nochmal zweimal Stahl rein, das sind jetzt 4 und ein Holz, weil wir brauchen ja auch Dampf. So, und damit ich jetzt auf Nummer sicher gehe, nehme ich mir jetzt Ressourcen im Wert von 3, nämlich einmal die und ja, was könnten wir denn noch gebrauchen? Komm, ich nehme mir einmal eine Flechte, so, die sieht man hoffentlich in der Kamera dann den Unterschied, blau und grau. So, und wenn ich das gemacht habe, dann kommt nochmal der grüne Spieler dran, aber den überspringen wir, sonst sprengt es einfach das Rahmen, das Video. So, nachdem dieser Schritt, dieser Standort abgearbeitet ist, kommen wir zur Bürokratie. Jetzt muss der Startspieler, das bin ich, muss jetzt alle Würfelchen aus dem Common Pool hier nehmen und muss, ich habe es vorher schon mal gesagt, darauf achten, dass wir nicht an diesen Turm stoßen. Und ich nehme einfach mal während des Redens, einfach um euch zu unterhalten, so einen Kritikpunkt vorweg. Das hätte man wirklich größer machen können, das Feld, ja. Das ist ein valider Kritikpunkt, glaube ich, weil da kommt man mit seinen Fingerchen überhaupt nicht ran. Ich habe sogar vorne hier so eine Barriere rausgetan, weil ich sonst mit meinen Fingern überhaupt nicht da dran komme. Ich müsste sie sogar suchen, wo sie ist, aber ich weiß es gerade nicht und es ist jetzt fürs Vorführen auch nicht wichtig. Also, das kommt in den Bürokratieturm und ihr werdet sehen, da kommt nicht alles raus und genau so soll es auch sein. So, zack, habt ihr gesehen. Da ist einiges rausgekommen und ein paar Sachen sind hängen geblieben. Das ist jetzt der neue Common Pool für diese Runde. Mit dem arbeiten wir jetzt weiter und ich habe jetzt sogar mal dieses Teil an der Stelle weggetan. Jetzt kommen wir zu Standort 3, das ist das Verladen der Rosa-Spieler, das bin ich. Der holt sich jetzt eine Lore und die befüllt er. Und natürlich guckt er jetzt hier drauf, was will er fertigen. Wir sehen zum Beispiel, dass es total easy ist, hier Stahl zu fertigen, weil das habe ich ja schon vorbereitet. Vielleicht schaffe ich es ja noch mehr zu machen. Das wäre natürlich jetzt relativ dreist, aber wir gucken mal, was geht. Wir können zum Beispiel uns ein Flachs nehmen. Flachs habe ich noch nicht. Das packe ich jetzt mal hier in diesen Wagen rein. Dann könnte ich mir eine Kohle nehmen. Und dann würde ich mir noch ein Material nehmen. Ihr seht es hier oben angegeben. Das ist ein Material. Zack, das ist ein beliebiges Material.
Und ich nehme natürlich jetzt ein ganz wertvolles. 1 bis 4 Würfel muss ich reinpacken. Das heißt, ich nehme jetzt noch einen Würfel. Und zwar, da kann man jetzt schon wieder taktieren und gucken, dass es vielleicht einer ist, der ordentlich was wert ist. Ich nehme mal ein Bier. 1 bis 4 sind drin und dann wird der Wagen hier runter tuckern. Der grüne Spieler macht das jetzt auch. Ja? Das mache ich jetzt an der Stelle auch nochmal durch, weil das einfach ganz schön auf dem Spielbrett aussieht. Der grüne Spieler guckt natürlich auf genau die gleichen Sachen. Vielleicht will er hier diesen Auftrag ausführen, macht hier einen Kupfer rein, dann holt auch er sich hier ein Marmor rein, dann nimmt er sich ein Holz und das sind jetzt 3 Ressourcen. Ja, guck mal hier, komm, ein Bier geht noch rein und dann tuckert der Wagen runter. Das war auch schon das Verladen und jetzt kommen wir zur Aufstockung. Auch ein sehr interessantes Feld und da kommt nämlich dieses Beutelchen ins Spiel. Ich greife hier rein mit meinen Fingern und ziehe 3 Ressourcenwürfel plus einen für jeden Arbeiter und das sind eben genau in dem Fall 4 und davon darf ich jetzt bis zu 2 auswählen und darf die in Wagen reinpacken, in die ich möchte. Der Grüne denkt sich jetzt vielleicht, guck mal, hier ist ja noch Platz in dem Wagen, da packe ich die mal rein, weil, ja, den kriege ich ja wahrscheinlich, den habe ich ja vorbereitet. Die anderen kommen jetzt wieder rein und zum Ende der Aufstockungsphase, wenn das fertig ist, tut der letzte Arbeiter einen Flachs und einen Flechten rein und das Säckchen ist fertig. Und jetzt kommen wir hier zum Versenden, zur Lieferung. Das ist jetzt natürlich super interessant, denn der erstplatzierte Spieler, der wählt eine Lore von den ersten 2 Feldern, ihr seht, es ist auch so ein bisschen abgesetzt, markiert, und verschickt sie in ein Dock seiner Wahl. Das kann er wirklich machen, wohin er möchte. Und diesen Wagen, den hat jetzt der Grüne so schön vorbereitet, den packe ich mir jetzt und schicke den in mein Dock. Dann kommt der schwarze Spieler und sagt sich, ha, Pech gehabt, ich nehme mir diesen Wagen und schicke den hier rein. Ihr seht später, warum das wichtig ist, welches Dock ich auswähle. Der grüne Spieler geht in dem Fall leer aus, was total ärgerlich ist. Hier wäre vielleicht zu erwähnen, dass der Kommissar interessant gewesen wäre. Der könnte nämlich einen Arbeiter dazu zwingen, 2 Wagen zu verschicken. Wenn das fertig ist, kommen wir zur Dampferzeugung. Da wird erstmal der ganze Rest, der hier noch drin ist, wird gecheckt, was ist denn hier brennbar. Und da haben die Spieler in dem Fall gar nicht so gut aufgepasst, denn das seht ihr hier übrigens auf dieser Dampferzeugungstabelle. Da ist einfach mal Holz in Höhe von 10 drin. Kohle brennt natürlich richtig gut. Die brennt für 3, sind 6. Ihr seht, da habe ich schon die 15 gesprengt. Aber es wird wirklich alles verbrannt, was brennen kann. So, ich hole es mal gerade an der Stelle raus. Das ist also alles, was brennen kann. Bier und Metalle brennen natürlich nicht. Magie brennt auch nicht. Das heißt, das würde hier definitiv die 15 sprengen. Schöner Vorführeffekt an der Stelle. Der Kessel explodiert und fällt auf 8 zurück und kann diese Runde nicht mehr über die 8 kommen. Das ist natürlich in einem Spiel mit mehr Spielern wirklich dramatisch, weil dann nicht jeder genug Dampf haben wird für alle Erfindungen oder Regierungsaufträge. Der schwarze Spieler könnte jetzt noch beliebig viele eigene Ressourcen aus dem Vorrat verbrennen, um persönlichen Dampf zu erzeugen. Er erhält außerdem eine Rosette, die geben wir ihm jetzt mal, damit ihr seht, dieses Feld Dampferzeugung ist gar nicht so verkehrt. Und jetzt hatte ich ja einen Arbeiter auch von Schwarz hier hingestellt auf die Erfindergilde. Und die Erfindergilde, das hatte ich euch vorher gesagt, die ist ja ein ganz wichtiges Feld, denn hier könnt ihr Dampf ausgeben, um euch eine der Erfindungen zu nehmen. So, und die Erfindungen, die kann ich eben später nutzen, auch das zeige ich euch, aber vor allem geben sie eben auch Belohnungen. Und jetzt könnten wir zum Beispiel einfach sagen, ich nehme mir diese Erfindung, ist der schwarze Spieler, und nicht erforschte Erfindungen, die legt man sich hier rechts neben das Board. Da habe ich jetzt geschickterweise diesen Turm hingestellt. Also lege ich es mal hier hin, damit ihr seht, der hat die Erfindung erworben. Denn Erfindungen geben auch später Siegpunkte, selbst wenn sie nicht gebaut sind. So, jetzt haben wir die Elfenbotschaft. Und die Elfenbotschaft, hatten wir ja gesagt, die dritte Möglichkeit, um Siegpunkte zu erhalten. Und hier habe ich die Möglichkeit, eine Rosette zu bezahlen. Und glücklicherweise hat er eine Rosette. Eine, der erste Arbeiter, muss eine bezahlen. Dafür darf er 2 von diesen Karten ziehen. Und das sind Anforderungen der Elfen, also der viel cooleren Fabelwesen, nicht der blöden Zwerge. Und davon darf er sich eine nehmen. Und auch die legt er sich erstmal verdeckt hier zu seinem Spielerboard. Die andere kommt auf den Ablagestapel, auf den Discard-Pile, die ist raus. Und die hat er eben zur Verfügung und kann sie später auch ausführen. Dann kommen wir zum Handel. Super interessantes Feld. Der schwarze Spieler darf jetzt handeln. Das heißt, er dürfte von den Ressourcen, die er hier hat, ja, oder in seinem
Lager und seinem persönlichen Bereich dürfte er welche verkaufen und dann einkaufen. Aber Achtung, ich habe mir hier einen Kommissar hingesetzt und das bedeutet, jeder Spieler, der hier handeln will, also der Schwarze, müsste erstmal eine Rosette bezahlen. Das heißt, er müsste diese Rosette ausgeben und jetzt könnte er zum Beispiel sagen, ich verkaufe hier Ressourcen, das seht ihr jetzt, verkaufe die zu dem Verkaufswert, um dann später einzukaufen. Das macht man genau dann, wenn man über die Anforderung und über die Lieferung nicht die Ressourcen bekommen hat, die man später für die Aufträge von der Regierung und die Erfindungen braucht. Also wenn ihr jetzt mal hier drüber guckt, hat der zum Beispiel ein Bier, mit dem Bier kann der gar nicht viel anfangen, aber der könnte das Bier, naja, mehr schlecht als recht für 2 verkaufen. Was könnte der dann gleich gebrauchen? Oder guck mal hier, die Erfindung, die könnte der, Erfindung kann er nicht erforschen, hat er hier nicht. Also Manufaktur 2, das sieht nicht gut aus für diesen Spieler. Wir können ja mal gucken, dass wir euch da ein Beispiel bringen. Ja, er hat ja ein Kupfer schon, komm, dann machen wir es jetzt wirklich so, dass wir sagen, er verkauft zu 2 einen Pilz, ein Bier. Ja, wir machen es mal, dass es ausgeht. Er verkauft ein Bier. Dafür bekommt er 2 und für die 2 kann er etwas anders einkaufen, nämlich ein Kupfer. Das muss er dann in sein Lager legen. Den Rest kann er in dem Wägelchen liegen lassen. Kann das das richtige Modalverb, weil ich darf jederzeit entscheiden, die Ressourcen, die in meinem Wagen sind, in mein Lager reinzutun. Muss allerdings passen. Rückwärts geht nicht. Ich kann nichts von meinem Lager in meinen Wagen packen. Dann ist der Handel abgeschlossen und jetzt müssen wir, dieser Würfel, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, unsere Aufmerksamkeit hier auf das Playerboard wenden. Wir hatten vorher nach der Dampferzeugung die Operation vergessen, beziehungsweise vergessen ist gar nicht so richtig, denn die wäre auch noch nicht interessant gewesen. Da kann ich nämlich erforschte Erfindungen einsetzen. Ihr habt es vorher gesehen, dass der schwarze Spieler eine Erfindung gekauft hat und wenn der die dann erforscht hat, dann könnte der hier einen Arbeiter einsetzen, um die Erfindung auszuführen. Jetzt sind wir aber erstmal bei Feld 11. Und da werden wir die Forschung in Spielerreihenfolge machen. Ihr seht, rosa und grün haben einen bei der Forschung. Und jetzt könnte ich einfach mal gucken, was ich erforschen will. Und zwar kann ich hier immer erforschen irgendwelche Standarderweiterungen, zum Beispiel um mein Lager zu erweitern, einen Kran zu erwerben, einen Verbrenner zu besorgen. Oder aber ich kann eben eine von diesen Erfindungen erforschen. Die habe ich natürlich nicht. Also gucke ich mal, was ich machen kann. Wichtig ist, und da können wir nochmal über die beiden Docks sprechen, dass nur das Lager und das Dock 1 für die Forschung und die Manufaktur 1 verwendet werden kann. Das ist sehr, sehr wichtig bei der Platzierung der Wagen. Auch hier, er hat darauf geachtet, dass dieser Wagen dort oben steht, weil ich ja hier den Arbeiter dort stehen habe. Also gucken wir mal, was er machen kann. Gucken wir einmal dieses super tolle Wägelchen, was der grüne Spieler mir vorher richtig gefüllt hat. So, also ist jetzt vielleicht nicht der allercoolste Zug, aber wir machen das jetzt mal an der Stelle, einfach, dass ihr es seht. Ich gebe 3 beliebige Metalle aus, das seht ihr hier, ist ein bisschen klein, um eine Verbrennungsanlage zu erwerben. Also 2 Gold und 2 und ein Kupfer. Und jetzt nehme ich mir hier eine Verbrennungsanlage, die kostet übrigens in der Erforschung keinen Dampf, das heißt, der bleibt auf 8 stehen, aber ab jetzt kann ich privaten Dampf erzeugen, indem ich eigene Ressourcen verbrenne, was mich etwas autarker macht und am Ende, das sagte ich ja schon, geben diese ganzen Erweiterungen, wenn ich die meisten davon habe, auch nochmal einen Siegpunkt. Der grüne Spieler würde das jetzt auch machen, aber der hat ja überhaupt nichts, der kann ja gar nichts machen, dem fehlen hier Ressourcen ohne Ende, einen Wagen hat er nämlich nicht bekommen. Und dann geht es auch schon weiter zum Schritt 12. In Startspielerreihenfolge hätten wir die Manufaktur 12, die Manufaktur 1. So, und da können wir jetzt hier nochmal gucken, was können wir jetzt an der Stelle am besten machen. Ihr seht, Kohle hat er nicht, Gold hat er auch nicht. Er könnte hier diese Stahlgeschichte machen. Ich habe jetzt immer schon bei Optimal geguckt. Das ist gar nicht so wichtig. Ihr könnt auch da unten hingehen, aber Optimal sorgt natürlich für die meisten Rosetten. Also machen wir das doch jetzt mal. Wir geben jetzt mal 2 Stahl aus, packen die hier weg. Und dafür, und um das zu markieren, haben wir jetzt Schrauben und Muttern hergestellt, stellen wir unseren Arbeiter hier drauf. Wichtig ist, es kostet 2 Dampf aus diesem gemeinsamen Dampfpool. Und dafür bekomme ich sofort 2 von diesen Rosetten. Die sind ja super, super wichtig. Und später gibt es dafür auch noch Siegpunkte. Das war das, was ich schon gemacht habe hier für die Manufaktur. Er hat nichts. Er könnte jetzt noch was machen. Gucken wir mal. Das wollte ich euch ja auch zeigen. Manufaktur 2. Er kann diesen Wagen nutzen und sein Lager. Und das sieht auch gar nicht so rosig aus. Er würde jetzt natürlich hier gerne was machen. Doch, das könnte er machen. Nein, er hat zu wenig Metalle. Er hat nur 2 Metalle.
Er hat einmal Flachs, Kohle und ein... Das könnte er machen. Guck mal hier, das ist doch interessant. Und zwar, er würde hier einen Flachs ausgeben. Seht ihr hier? Dann würde er eine Kohle ausgeben. Und dann würde er ein beliebiges Material, in dem Fall ein Marmor, ausgeben. Dann würde er, um das anzuzeigen, seinen Marker hier draufstellen. Würde auch eine Rosette bekommen und hätte dann seinen Auftrag abgearbeitet. Wir würden jetzt zur Buchhaltung kommen. So, und in der Buchhaltung, das zeige ich euch anhand von meinem Spieler, darf man zwei der folgenden Aktionen einmal ausführen. Man darf keine Aktion zweimal ausführen, das ist ganz wichtig, auch wenn man hier einen zweiten Arbeiter hingestellt hätte. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel den Ruhm ausnutzen, die zwei erworbenen Rosetten wieder abgeben und könnte dadurch schon 3 Siegpunkte bekommen. Das ist ziemlich mächtig. So, ich habe außerdem noch eine Möglichkeit, ich könnte den Ausschuss bestechen. Sowas macht man natürlich mit Bier. Und ich hoffe, ihr seht das hier. Ich gebe ein Bier ab und bekomme einen weiteren Siegpunkt. Das war es dann auch schon. Er hat sich nicht platziert, der schwarze Spieler hat sich noch da platziert. Der kann auch was machen, der schwarze. Ihr seht, es ist so ein kleines bisschen unstrukturiert. Es geht jetzt nicht darum, dass jeder Spieler an die Reihe kommt, sondern ich will euch die Aktionsfelder wirklich zeigen. Der könnte einen Gefallen, einen Gefallen einfordern, könnte diese eine Rosette abgeben und da kriegt er zumindest mal einen Siegpunkt. Jetzt würde nochmal die zweite Manufaktur starten. Oh, das habe ich hier vorgezogen bei dem schwarzen Spieler, verzeiht mir. Das würde erst jetzt drankommen. Erst jetzt würde er das bekommen. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, diese Rosette, die hätte er gar nicht gehabt. Also hier muss man wirklich Kommando zurück machen. Er würde das jetzt erst bekommen. Den Siegpunkt müssen wir wieder wegnehmen, weil die Buchhaltung würde ihm gar nichts bringen. Er kann da an der Stelle gar nichts machen. Wichtig, ja? Und dann kommen wir noch zum Feld 15. Das sind hier die Wertungen am runden Ende. Da wird der Spieler mit den meisten Regierungsaufträgen, der wird eine Rosette bekommen. Und Aufträge haben ja nur der schwarze und der rosa Spieler gemacht. Die bekommen also jeweils eine Rosette. Und jetzt bekommt jeder von uns für jeden erfüllten Regierungsauftrag 2 Siegpunkte. Rosa hat das gemacht, schwarz hat das gemacht. Grün hat nichts erfüllt und ein Regierungsauftrag, der wurde nicht erfüllt. Dafür bekommt jeder einen Minus-Siegpunkt. Außerdem wird der jetzt etwas lukrativer. Und dann müssen wir abräumen. Wir nehmen alle unsere Arbeiter zurück. Ich mache das jetzt mal exemplarisch einfach, weil wir wollen ja am Ende das Ganze auch nicht sprengen. Den Schwarz habe ich jetzt mal runtergeräumt. Dann habe ich die rosa Spieler runtergeräumt und dann räumen wir noch die Spieler runter. Und jetzt müssten wir alle Erfindungen abschmeißen, denn Erfindungen werden immer neu gezogen. Außerdem kommen die Regierungsaufträge aus dem Spiel, die sind also wirklich aus dem Spiel. Es wird auch die Karte hier, die Eventkarte, abgeworfen. Die Marktkarte wird abgeworfen und dann fangen wir gleich mit einer neuen Runde an, indem wir eben die neuen Karten aufziehen. Das mache ich jetzt einmalig. Ihr seht, hier gibt es neue Regierungsaufträge, die steuern auch was Neues bei, nämlich hier die Konservendosen in den Common Pool Flachs und Kohle. Und einmal haben wir hier, was ist das hier? Ja, nochmal Flachs und Stahl. Und dann gibt es 3 neue Aufträge von den Erfindern, 3 neue Erfinder. Den Markt haben wir auch neu und es gibt eine neue Ereigniskarte. Da kommt dann nochmal was dazu bei dem elfischen Urlaub. Und es gibt eben wieder eine Bedingung. Jetzt würde die Runde neu starten mit dem grünen Spieler, der dran ist. Man darf sich übrigens entscheiden, ob man Loren, die nicht ganz leer sind, irgendwie behält hier in einem Dock. Leere Loren, die müssen immer zurückgeschickt werden. Das war jetzt mein Überblick über eine Spielrunde, auf der ich ganz klar den Fokus drauf legen wollte, wie die einzelnen Stationen abgearbeitet werden. Jetzt möchte ich ein bisschen auf die Module eingehen. Und zwar gibt es eine Erweiterung oder eine Ergänzung, die eigentlich gar keine ist. Die ist im Prinzip so, ja, empfohlen. Und zwar betrifft es hier die Aufstockung. Denn wenn ich hier einen Kommissar platziere, ich habe euch das vorher gesagt, hier mit dem C, dann darf der Kommissar sofort einen beliebigen Würfel aus dem Common Pool legen und ihn in sein Lager packen. Das ist eine Änderung, die sie gemacht haben, weil auch meiner Wahrnehmung zufolge die Aufstockung verhältnismäßig wenig besucht wurde. Jetzt heißt die Erweiterung ja Specialists and Golems, das heißt, darum muss es sich irgendwie drehen. Ich habe die nicht da, ich habe das also nur ausgedruckt bekommen, habe das nur ausgedruckt dort stehen. Jetzt will das euch aber mal zeigen, will dazu aber auch auf jeden Fall nochmal hier auf diese Schwarzmarkterweiterung gleich eingehen, die optional ist, von der ich ja vorher gesprochen habe. Also,
Spezialisten sind im Prinzip eine besondere Form, also eine spezielle Form von Arbeitern. Und die kann ich erwerben, indem ich ein Bier ausgebe. Ich kann also einfach irgendwann im Spiel einmal Bier ausgeben und klar, dann bekomme ich einen Spezialisten. Und der Spezialist, der umgeht diese Regel, die ich euch vorher erklärt habe, dass ich immer aufsteigend Arbeiter einsetzen muss. Nämlich hier kann der Spezialist einfach irgendwo eingesetzt werden. Also auf irgendeinen Slot. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte hier auf die 6 zuallererst. Oder aber ich möchte vielleicht hierhin. Es gibt gute Gründe, das ist natürlich besonders wichtig, ne? Ich möchte später erst verladen. Das ist eine sehr, sehr interessante und sehr, sehr wichtige Sache. Die zweite Sonderfigur ist der sogenannte Cargador. Das ist meiner Wahrnehmung nach ist das so eine Art Golem, also ein dampfgesteuerter Golem. Ich habe auch dafür keine Figur an der Stelle da. Und den könnt ihr erforschen, hier bei Schritt 11. Und zwar für 2 beliebige Metalle und ein Dampf. Der Dampf wird übrigens resettet, das ist ganz wichtig am runden Ende. Und der Cargador, der hat im Prinzip 2 Regeln. Zum einen darf er nie auf den Slot 1, da darf er nie hin. Und der Cargador, der bleibt einfach stehen. Das heißt, wenn ich ihn irgendwo einsetze, gehen wir mal davon aus, das ist der Cargador und der steht dann hier, dann bleibt er dafür immer stehen und wird immer ausgelöst. Allerdings darf der Cargador bewegt werden. Und zwar mit privatem Dampf. Also das mit dieser Dampferzeugungsmaschine darf ich ihn bewegen und dann darf ich ihn irgendwo hin bewegen. Und das ist auch interessant, dass das tatsächlich jeder machen darf. Jeder darf also einen Cargador bewegen. Es gibt dann noch 2 Erweiterungen und dafür möchte ich euch tatsächlich dann erstmal kurz den Schwarzmarkt erklären. Das hatte ich ja eben angesprochen. Der Schwarzmarkt ist eben auf der einen Seite hat er diese Operationsbox. Das gibt es auch nur einmal, das Teil. Und das bekommt der Letztplatzierte. Deshalb macht es wirklich Sinn, jetzt über das Ding zu reden. Also zu Rundenstart würde das der grüne Spieler bekommen und der dürfte jetzt entscheiden, lege ich das einfach auf die normale Seite oder nehme ich diese Seite. Dann habe ich nämlich einen offenen Schwarzmarkt, den jeder nutzen darf. Das heißt wirklich jeder darf seinen Meeple, seinen Arbeiter hier einsetzen, bekommt dann 2 beliebige Ressourcen, 2 Dampf oder sogar 1 Magie. Aber um den Schwarzmarkt zu nutzen, muss er eine Rosette bezahlen. Und zwar an den Inhaber des Schwarzmarkts. Und das ist ein sehr, sehr interessanter, sehr guter Catch-up-Mechanismus. Und um diesen Mechanismus nicht allzu stark werden zu lassen, und das habe ich jetzt leider tatsächlich eben nicht, weil das was ganz, ganz Neues ist, gibt es hier die sogenannte Patriot-Box. Auf die kann ich mich draufstellen und dann darf ich den Schwarzmarkt umdrehen. Das heißt, hier könnte ich einfach verhindern, dass ein Spieler die ganze Zeit vom Schwarzmarkt profitiert. Sehr coole Sache. Und das Letzte, was neu ist, ihr merkt schon, das ist sehr modular, ist der Calendar Clerk. Da wird eine neue Eventkarte gezogen. Das heißt, die hier wird abgeschmissen. Ich ziehe eine neue Karte und die wird dann ausgeführt. Vielleicht brauche ich die einfach ein bisschen mehr. Wichtig ist, es wird dann aus der Box eine neue gezogen, damit es nicht zu schnell zu Ende geht, weil das ist ja im Prinzip auch der Rundencounter, der eben das Spiel dann zu Ende bringt. Ja, und am Ende, wenn wir dann wirklich 6 Runden gespielt haben, dann sind unsere Spielmarker natürlich durch das Absolvieren von Regierungsaufträgen oder den Erfindungen bzw. den Elfen-Embassy-Aufträgen ist dann weit vorangeschritten und dann wird eben nochmal geguckt, ich hatte es vorher gesagt, wer hat noch die meisten Ressourcen, wer hat die meisten unerforschten Erfindungen, wer hat hier die meisten Ressourcen drin und so weiter und so fort und der die meisten Siegpunkte hat, der hat dann am Ende das Spiel gewonnen. Puh! Wie erwartet wurde das Ganze ein etwas längeres Video, also mein aktualisiertes Review zu Factory 42. Ich habe euch jetzt wirklich das Ganze ziemlich ausführlich gezeigt. Ich fand es aber wichtig, dass ihr auch wisst, wie machen wir Siegpunkte, wie gewinnen wir das Spiel, wie läuft es mit dem Arbeitereinsatz ab. Ich stelle das jetzt mal an die Seite. Und wie funktionieren dann die einzelnen Standorte? Das baut ja auch alles aufeinander auf und dass ihr so ein grobes Gerüst habt. Ob ihr das Ganze jetzt gesehen habt oder ihr hergesprungen seid, wir sind jetzt an der Stelle, dass ich euch meine 10 Kriterien vorstelle, anhand denen ihr sehen werdet, wie gut mir das Spiel gefallen hat. Und ich mache das auch wie üblich so, dass ich das Ganze dann am Ende bewährt. Also ich werde das wirklich ranken und werde eben wie in so einer Standortentscheidung sagen, was mir dann entsprechend wie wichtig ist. Wie üblich möchte ich mit Thema und Artwork beginnen und jetzt muss ich es dann doch nochmal reinhalten. Tja,
Artwork und Thema ist wirklich das für mich größte Problem bei dem Spiel. Das Artwork kam, und deshalb bin ich auch ganz am Anfang gar nicht so begeistert gewesen von dem Spiel, gar nicht so ansprechend drüber. Braun, Grau, Sepia und Zwerge-Thema, also überhaupt nicht meins, wirklich gar nicht meins. Und deshalb in dieser Kategorie wollte ich erstmal nur 5 Punkte geben, 5 von 10 Punkten. Aber ich habe mich dann dazu durchgerungen, das auf 7 aufzuwerten, weil das Thema hier einfach so gut zur Spielmechanik passt, weil wir ja die Zwergenaufseher sind, die ihre Zwerge und die Kommissare losschicken, um hier Ressourcen zu sammeln, Aufträge für die Regierung zu machen. Es passt einfach zu diesem Thema, auch wenn es mir nicht gefällt. Insofern von 5 auf 7, ich glaube, ich habe das an der Stelle gut begründet. Den Preis kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich weiß, und damals hat das zwischen 50 und 60 Euro gekostet und das war in Ordnung für mich. Also der Preis ist für ein Worker-Placement-Spiel mit dem, was es bietet, mit dem Mechanismus, wir sprechen gleich über die Qualität, meiner Wahrnehmung nach angemessen. Klar, es würde auch ein bisschen billiger gehen. Es gibt aber Spiele, die deutlich teurer sind. Also von mir kriegt es diesbezüglich 8 Punkte. Und wir kommen dann sofort zur Qualität des Spiels. Hier habe ich wieder ein paar kleine Punkte, wo ich mich beschwere. Klar, das sind super tolle Sachen. Also diese Wägelchen, diese Loren, die ich immer noch nicht bemalt habe, aber die sind ja auch nicht im Grundspiel enthalten. Schön, dass hier der allgemeine Nachschub, dass der Dual Layer ist. Auch wirklich schön, dass die Cubes unterschiedlich groß sind. Das finde ich super, super wichtig. Aber es gibt so ein paar Sachen, die könnten einfach besser sein. Und das sind zum einen die Spielertableaus. Die sind jetzt wirklich an der Stelle sehr dünn. Und ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt hierher holen soll. Doch, ich mache es einfach mal. Auch auf die Gefahr, dass hier was runterfällt. Der Turm könnte natürlich toller sein. Und vor allem sollte das hier größer sein. Und dann muss man diese zwei Sachen immer rausholen, damit es einigermaßen funktioniert. Also das ist für mich wirklich ein Kritikpunkt, den kann man auch nicht wegreden. Da müsste man was machen und deshalb gibt es hier bei der Qualität 7 von 10 Punkten. Punkten tut das Spiel auf jeden Fall mit einer sehr, sehr angenehmen Komplexität. Ihr könnt das Spiel wirklich, ich würde es auf irgendwo zwischen Kenner- und Expertenniveau, aber wirklich eher gehobenem Kennerniveau einkategorisieren, denn am Ende ist es ja genau das, was ich vorher gesagt habe, es ist ein Arbeitereinsatzspiel, ein Worker-Placement-Spiel, das heißt, ihr platziert eure Arbeiter gerade in dem Grundspiel ganz, ganz einfach aufsteigend auf diesen Feldern, die auch logisch gut zu erfassen sind, weil es eben diese Wertschöpfungskette von der Anforderung bis zur Buchhaltung durchspielt, unterwegs kann man Wagen verschicken, kann man aufstocken, kann man Dampf erzeugen und so weiter, ich will nicht ins Detail gehen, aber da macht das Thema, da habe ich ja auch vorher noch ein paar Punkte drauf gegeben, einiges wieder wett und nimmt diese zu hohe Komplexität raus, sorgt aber gleichzeitig für einen sehr angenehmen Anspruch, deshalb 9 von 10 Punkten. Das Regelbuch, ich habe es hier, ich habe die deutsche Ausgabe, hatte aber auch vorher das englische Spiel, ist angenehm dünn, es hat wirklich gerade mal 15 Seiten, 16 Seiten, wenn man die FAQ hier nimmt, Fehler sind hier nicht drin. Ich finde es relativ logisch aufgebaut. Hier bleiben keine Fragen offen. 9 von 10 Punkten. Ganz einfach. Der Glücksfaktor ist verhältnismäßig gering. Es gibt keine Würfel. Es gibt auch beim kompetitiven Spiel, es ist ja ein kompetitives Spiel, ein semi-kompetitives Spiel, es gibt da überhaupt kein Glückselement erstmal. Das Einzige, was eben durch Glück beeinflusst ist, und jetzt fallen sie dann tatsächlich raus, sind diese Würfel in dem Bürokratieturm. Da bleiben immer mal welche hängen. Das ist vom Spiel so gewünscht. Insofern könnt ihr das höchstens antizipieren, aber könnt das Glück nicht ganz rausnehmen. Und wenn man jetzt natürlich noch irgendwie einpreisen will, dass ja ein Mitspieler mir einen Wagen wegnehmen kann, das hat nichts mit Glück zu tun an der Stelle. Ich kann auch nicht bei Schach sagen, oh, das war ja jetzt Glück, dass er seine Dame nicht bewegt hat. Insofern Glücksfaktor sehr gering, deshalb 9 von 10 Punkten. Die Spielerinteraktion, da punktet das Spiel also zu 100%. Alles, was ich tue, beeinflusst meine Mitspieler. Das fängt an bei der Platzierung meiner Arbeiter. Das geht dann darüber hinaus, ob ich Kommissare platziere, wann ich einen Wagen befülle, ob ich ihn aufstücke, wo ich ihn hinbringe, was ich erstmal anfordere, weil der Kessel ja auch explodieren kann. Ich kann ja auch vor allem über diese sehr, sehr wichtigen Kommissarfelder, über die ich jetzt gar nicht so ausführlich gesprochen habe, es den Spielern wirklich schwer machen. Ich kann den Marktplatz blockieren, die Buchhaltung kann ich erschweren. Also die Interaktion ist extrem gut.
auch welche Aufträge hier erfüllt werden. Dann werden irgendwelche Aufträge weniger lukrativ, dadurch, dass vielleicht schon jemand da sitzt, sich Rosetten abgeholt hat. Ganz, ganz toll. 10 Punkte für die Interaktion. Downtime sehe ich als nicht so schlimm an. Da kann durchaus mal ein Spieler für das Platzieren eines Arbeiters, kann der mal 10, 20 oder 30 Sekunden überlegen. Ich habe selten erlebt, dass da einer eine Minute grübelt über einem Arbeiter, aber das kann halt mal passieren, deshalb kann ich da keine volle Punktzahl geben. Ich würde sagen, 8 Punkte sind angemessen, weil man ja auch während des Platzierens der Mitspieler immer überlegt, was tue ich jetzt. Die Spiellänge ist hier angegeben mit 60 bis 90 Minuten. Naja, also selten unter 90 Minuten bin ich rausgekommen. Gerade wenn man zu viert spielt oder sogar zu fünf, dauert es auf jeden Fall 2 Stunden. Also da müsste ich 1, 2 Punkte abziehen und ich ziehe 2 Punkte ab und dann landen wir bei 8 von 10 Punkten. Und dann haben wir eben den letzten Punkt, den Wiederspielwert. Der Wiederspielwert des Spiels ist auf jeden Fall hoch. Es macht immer wieder Spaß, das Ganze anzugehen, unabhängig davon, dass da auch eine Varianz reinkommt. Eine Varianz in erster Linie natürlich durch diese Eventkarten. Es gibt auch Promo-Eventkarten-Decks, die dann unterschiedliche Events reinbringen. Der Unterschied hier bei diesen Eventkarten ist aber jetzt nicht dramatisch hoch. Ich finde, der Wiederspielwert kommt eher so ein bisschen darüber, wie wir Spieler das angehen. Was machen meine Mitspieler? Welche Regierungsaufträge werden gezogen? Welche Erfindungen, welche Elfen-Commissions werden gezogen? Also da ist auf jeden Fall der Wiederspielwert ein sehr hoher. Bevor ich das Ganze jetzt gleich gewichte, habe ich ja gesagt, möchte ich noch mal kurz was zu den Modulen sagen, die jetzt in der Specialists and Golem-Erweiterung reinkommen. Die werde ich aber nicht bei der Gewichtung berücksichtigen. Ganz wichtig ist diese Anpassung, diese Adjustment mit der Aufstockung, mit dem Kommissar. Die solltet ihr unbedingt benutzen, weil das macht das Feld wesentlich interessanter. Ich finde, dass der Spezialist, den wir bei Bier erwerben können, der erhöht auf jeden Fall den Komplexitätswert, weil der natürlich dafür sorgt, dass ich eben diese Reihenfolge außer Kraft setzen kann. Deshalb würde ich auch empfehlen, den nicht im ersten Spiel mitzunehmen, für erfahrene Spieler auf jeden Fall. Dasselbe gilt für den Cargador, also für diesen Golem. Das ist ja eine andere Form von Spezialist, weil einmal eingesetzt steht er da und bringt mir eben immer was und blockiert zeitgleich für andere die Felder. Also die zwei Dinge finde ich total cool und werde in meinen künftigen Spielen auf jeden Fall dazu nehmen. Also wirklich, wenn ich das Ganze dann irgendwann nochmal bewerte, und es wird mit Sicherheit kommen, das Video ist auch schon wieder so unglaublich lang, dann wird da mit Sicherheit nochmal ein Komplexitätspunkt draufkommen und dann werden wir bei 10 landen. Das Letzte ist eben die Möglichkeit, über den Patriot, über dieses Patriot-Feld den Schwarzmarkt zuzumachen. Ja, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Müsste ich ein paar Mal mehr ausprobieren. Viel interessanter finde ich da den Calendar Clerk, um einfach nochmal neue Events reinzubringen. Also die Stärke auf jeden Fall bei der modularen Erweiterung sind die beiden neuen Arbeiter, also der Specialist und der Golem. Und jetzt habt ihr gewartet auf die Gewichtung. Wir wollen ja hier auch nicht 50 Minuten reden an der Stelle. Ich werde die Komplexität doppelt gewichten. Das ist für mich bei einem Euro, bei einem Worker-Placement-Spiel einfach wichtig, weil das ja auch die Spielmechanik am Ende trägt. Ich werde zweitens die Interaktion, das ist ja bei einem kompetitiven Spiel fast selbstverständlich, die werde ich dreifach werten. Dann werde ich die Downtime, die werde ich doppelt werten, denn es gibt wenig, also gerade für viele andere Spieler, aber auch für mich, es gibt wenig Schlimmeres, wenn man da 5 Minuten sitzt, bis da einer seinen Arbeiter einsetzt. Die Spiellänge, gerade wenn es 2 oder mehr Stunden sind, ist auch wichtig. Auch die werde ich doppelt werten. Und den Wiederspielwert, das ist ja immer ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn man viele Spiele in der Sammlung hat. Wenn einem ein Spiel gefällt, will man es häufiger spielen können. Und wenn es langweilig wäre oder wenn es einfach immer gleich laufen wäre, dann wäre das doof. Wenn wir das jetzt alles machen, dann landen wir auf einem Gesamtscore von 136. Und wenn ich das durch 16 teile, also durch die Anzahl meiner Kriterien gewichtet, dann landen wir auf 8,5. Und 8,5 ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Wert für ein Worker-Placement-Spiel. Und ja, jetzt seid ihr an der Reihe an der Stelle. Schreibt mir mal, ob ihr zum einen Spaß hättet, dieses Spiel zu spielen, ob ihr es vielleicht schon gespielt habt, wie es euch gefällt. Das interessiert mich natürlich brennend. Und zum Zweiten würde mich interessieren, ob ihr meinem Fazit folgen könnt, ob ihr das anders seht, was ihr zu meiner Gewichtung sagt. Also alles zack in die Kommentarzeile. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die kommende Erweiterung. Ich habe es nämlich eben gesagt, gerade die beiden neuen Arbeiter,
den Specialist und den Cargador. Die möchte ich auf jeden Fall integrieren. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und läutet das Glöckchen, dann verpasst ihr keine weiteren Videos von mir. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuschauen. Marcel, euer Herr der Spiele.